Jetzt geht's schon wieder nach Wien. Aber diesmal geht's nachher nur woanders hin. Schauen wir uns das an. Na, das war jetzt eine Reise. Hat schon mal angefangen, dass der Railjet 50 Minuten Verspätung gehabt hat. Und da habe ich dann schon vermutet, dass das nichts mehr wird. Aber es ist sich tatsächlich noch ausgegangen. Der hat ein bisschen was aufgeholt da auf der Fahrt nach Wien. Und ja, anstatt eine Dreiviertelstunde gemütlich umsteigen dort auf die Busse, habe ich halt nur 4 Minuten Zeit gehabt. 3 Minuten war Gehzeit. Habe ich alles getan. Und auch den letzten Bus da, da hätte ich 25 Minuten Pause dazwischen gehabt. Naja, der ist ein bisschen langsam gefahren, jetzt habe ich nur 5 Minuten Pause gehabt. Und ganz zum Schluss waren es jetzt nur ungefähr 15 Minuten gehen. Also das hat schon ganz eine andere Qualität, als wenn ich das mit dem Auto gefahren wäre. Da wäre ich vielleicht 2 Stunden schneller da gewesen. Aber so bin ich halt gemütlich die meiste Zeit mit der Bahn gefahren. Und jetzt das Hotel. Das schaut ja schon super aus, da ist ein Hallenbad dabei, da ist eine Sauna dabei, die ich nicht brauche. WLAN-Passwort war das erste, was sie mir gleich gesagt hat. Ja, und da lassen wir jetzt diese Knoppingstage da angehen. Bin ich schon gespannt, wie das da wird. Wie das da mit der Kamera wird. Bin ja neugierig, ob ich da ständig alle Wege jetzt zweimal gehen werde. Jetzt zeige ich euch noch geschwind, wie da das Zimmer ausschaut. Ist es nicht nett? Und schon die ersten 2 Kekseln da. Und wenn ihr das jetzt richtig da hinstellt, dann sollten wir eigentlich im Hintergrund sogar die Bademäntel sehen. Muss ich gleich schauen, ob ein Badehosen dabei ist. Weil das ist nett, wenn das Hallenbad dabei ist, aber das habe ich nicht gewusst. Also habe ich auch keine Badehose dabei. Nacktbaden ist auch nicht so das meine. Vielleicht machen wir nochmal eine Modenschau. Jetzt gehe ich mal was essen. Jetzt muss ich gleich mal schauen, wo ich den Tag gelandet bin. Ah ja. Da sind sie, die Helden. Die
die Abkürzung, muss ich mir merken. Und auf der anderen Seite versteckt sich ein Kirchturm. Selten, aber da finde ich doch gerade ein Fotogeschäft. Muss ich mir gerade einmal näher anschauen. Offizielle Backerl-Annahmestelle. Da ist ein Kraftwerk, ein kleines. Das dahinter war der Stausee, den wir da gerade gesehen haben. Aha. Das sind also die Betriebsdaten. Und da kann man das alte Kraftwerk besichtigen sozusagen. Das ist wohl der Generator. Das war der erste kleine Rundgang. Jetzt schauen wir nochmal da die Festritz an, so heißt der Fluss. Und weil das Kraftwerk von der Familie Thaler betrieben wird, ist das auch die Thalerbrücke. Und immerhin wohne ich im Hotel Thaler. Sieh, wie es heißt. Lauter alte Fotoapparate. Das ist das Ende von den Fotografen, gell? Offizielle Backerl-Annahmestelle, Batterien, Lampen, Kopierpapier, Thermorollen. Naja, und der Konica-Werbung. Wer kennt noch Konica? Ich zeige euch jetzt einen tollen Platz. Schauen wir uns die Gemeinde an. Das Minidorf hat eine Sparkasse, eine Raiffeisenbank, eine Volksbank. Ein Blumengeschäft, ein Schuhgeschäft. Aber ich habe noch kein Lebensmittelgeschäft entdeckt und noch keinen Drogeriemarkt. Manche Sachen sind echt absurd. Da. Da drüben. Thank you.
bin ich gerade von einer Runde durch Anger zurückgekommen. Haben ein paar Sachen angeschaut, da sind ein paar nette Motive drinnen. Ich habe immerhin die Cosi da mit, die analoge. Mal schauen, ob ich da zum Fotografieren komme. Nett war's. Und jetzt gehe ich mich duschen und dann gehe ich essen.